Also mein Spruch ist eigentlich meistens auf einer Messe, alles was keine Plastiktüte ist, kann man umbauen. Okay. Also wenn du jetzt mit einer Plastiktüte ankommst, dann sagen wir nein. Okay. Aber realistisch gesehen hatten wir auch schon, haben wir auch schon mal ein Projekt abgelehnt. Da wollte ein Kunde in einen lebenden Baum in einen Lautsprecher verbaut haben. Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Dominik Strobel. Und wir sprechen heute über Musik, wir sprechen über Lautsprecher, wir sprechen über eine einzigartige Manufaktur. Vielleicht sprechen wir auch über die Berliner Fashion Week. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Dominik Strobel. Hallo Dominik. Hallo Robert, danke für die Einladung. Was ist das aktuellste Projekt von euch? Das aktuellste Projekt von uns, wir arbeiten gerade mit HK Engineering zusammen. Das ist eine Werkstätte in Bayern, die sich auf SL300 Umbauten spezialisiert. Und da entwickeln wir gerade ein Koffersystem, was im Auto demnächst seinen Platz finden wird und dafür für Sound sorgt. Aber ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber das ist gerade unser jetziges Projekt. Koffer und Lautsprecher, wie lässt sich das verbinden? Wo sollte diese Geschichte eigentlich starten? Wo sollte die Geschichte starten? Vielleicht, wie wir selber dazu gekommen sind. Warum wir eigentlich Lautsprecher in Koffer bauen, wäre eine Idee. Ja, Koffer, Lautsprecher, wie kommt das zusammen? Eigentlich recht einfach, weil jeder Koffer hat einen Griff, was den Koffer halt transportabel macht. Und Jonathan und ich, also Jonathan ist der Mitgründer, hatte die Idee, Lautsprecher für sich selber zu bauen, für unterwegs. Und das waren immer viereckige Holzkästen, so wie man sie früher vom Lautsprecherbau her kennt. Das Problem war halt, dass die nicht leicht transportabel waren und wir zwei immer gerne auch unterwegs sind. Damals noch im Studium, Slacklinen, Snowboarden. Und wir wollten halt einfach was Transportables haben, was wir mitnehmen können. Und da ist der Jonathan drauf gekommen, einen Koffer zu ersteigern auf eBay, weil der einen Henkel hat und sich das Gehäuse diesmal in den Koffer reinzubauen. Das war eigentlich ein rein praktikabler Move von ihm. Und das habe ich dann gesehen und habe gesagt, boah, sowas will ich auch haben. Lass uns das mal gemeinsam bauen. Und dann hatten wir zwei Koffer, mit denen wir rumgelaufen sind, haben super Feedback bekommen. Und dann kam langsam die Idee, daraus ein Unternehmen zu machen und weitere Koffer zum Verkauf anzubieten. Wer hat den ersten Koffer gekauft? Den ersten Koffer, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich weiß, dass er aus Luxemburg war. Das war ein Student hier in Innsbruck, den wir auch an einem Slackline-Park kennengelernt haben. Und der hat auch seinen eigenen Koffer gebracht und dann gesagt, ja, hey Leute, also er hat uns eigentlich schon fast überredet, dass wir einen Koffer für ihn umbauen. Und das war, glaube ich, 2012 oder 2013 irgendwann. Und wie kann man sich das eigentlich konkret vorstellen? Also im Endeffekt war die Idee da und okay, man baut jetzt da Lautsprecher in den Koffer rein und versucht da jetzt ein Unternehmen aufzubauen. Und war dann die erste Zielgruppe Studenten? Weil im Endeffekt der Luxemburger ist ja Student. Also hat man dann geglaubt, das wäre jetzt ein Markt, wo einzigartige Lautsprecher in Kofferform gut ankommen? Ja, tatsächlich. Also am Anfang haben wir wirklich, also ganz zu Beginn haben wir gar nicht gedacht, dass das wirklich ein Unternehmen wird. Wie gesagt, wir haben es für uns gebaut. Dann haben wir, nachdem wir halt auch in der Studentenbubble waren, haben wir halt dann auch gesagt, okay, gut, der erste Kunde kommt aus dem Studentenbereich. Wir bauen jetzt coole Lautsprecher für unseresgleichen, für unsere Freunde. Da haben wir aber dann aber relativ schnell gemerkt, dass zwar jeder das cool findet, aber einfach das Budget nicht da ist. Obwohl wir zu der Zeit noch eigentlich unsere Prototypen verkauft haben und daher eigentlich fast nur unsere Materialkostenpreise bezahlt haben. Aber die trotzdem schon über das Vierfache steigern, was jetzt ein in China produziertes Lautsprecherprodukt ausmacht. Und so haben wir zwar lauter positive Kommentare bekommen, aber keine Käufe. Aber ja, das war so der erste Weg, dass wir erst gedacht haben, wir müssen jetzt an Studenten verkaufen und dann sind wir eigentlich ziemlich schnell drauf gekommen, dass das eine Sackgasse ist. War da schon zumindest der Gedanke da, aufzuhören? Der Gedanke war nicht da. Natürlich war das ein Rückschlag, aber nachdem wir
da noch voll motiviert waren, war das einfach so, ja, okay, gut, das war das Erste, jetzt probieren wir was anderes. Was habt ihr dann probiert? Ja, dann, nachdem du es ja eh schon angeteasert hast, das war eigentlich relativ auch am Anfang von unserer Firmengeschichte, wollten wir dann in die Designschiene reingehen, weil wir gedacht haben, ja, hey, Koffer schauen ja cool und lässig aus, warum kann man das nicht auch mit der Mode verbinden? Und da ist die Rebecca Ruetz am Kunst- und Designmarkt in Innsbruck, unsere allererste Messe, die wir ausgestellt haben, an unseren Messestand gekommen und hat gesagt, Jungs, wollt ihr mit nach Berlin auf die Fashion Week? Und zu dem Zeitpunkt waren wir halt noch bei Studenten eigentlich und haben erst gedacht, boah, ja, boah, können wir uns, trauen wir uns das überhaupt zu, mit unseren Produkten da aufzukreuzen? Dann haben wir ihr, das war glaube ich 2016, haben wir ihr noch gesagt, so, na, danke fürs Angebot, wir halten es jetzt mal im Hinterkopf, aber noch ist noch nicht die Zeit dafür. Und ein Jahr später, als wir dann gemerkt haben, wir konnten nichts verkaufen und wir müssen unsere Zielgruppe ändern, kam dann die Idee wieder auf, wir sollten den Kontakt wieder aufwärmen und Rebecca nochmal kontaktieren. Und dann ist das Ganze zustande gekommen, wir sind nach Berlin gefahren und haben uns sozusagen dann auf die Designschiene begeben, was aus Teaser auch nichts geworden ist. Wie... Also vielleicht demaskieren und du musst die Frage nicht beantworten, wie teuer ist sowas? Jetzt im Koffer? Ja, also sag jetzt mal, dass bei der Berliner Fashion Week die Koffer auf dem Laufsteg herumgetragen werden, also wie? Ah ja, da kann ich sagen, ist auf jeden Fall ein vierstelliger Betrag, dass man da zahlt. Und, ja. das war das S-Paket, das okay. Kleinste. Okay. Okay, also da gibt es ganz normal Pakete und da kann man dann einfach auswählen, was man haben will und... Ich habe gedacht, also das mindestens 5-stellig kostet. Jetzt ja. War schon meine Vermutung. Also sobald mein M geht, ist man 5-stellig unterwegs. Ja. Das hat dann damit zu tun, also ich glaube, jede Designerin und Designer macht das ein bisschen anders. Die wollen natürlich auch ihre Kosten decken und schnüren dann gewisse Packages. Und bei uns haben wir sozusagen ein Sonderpackage bekommen. Das war zwar das kleinste, aber sie hat uns da netterweise schon ein paar Sachen mit dazugegeben. Nachdem die Models auch wirklich mit unseren Koffern auf dem Laufsteg hin und her spaziert sind und dann auch die Flyer in diesen kleinen Geschenkboxen für das Publikum zur Verfügung gestellt wurden, das haben wir alles mit dazu bekommen. Was jetzt nicht mit dazu war, war ein komplettes Marketing-Package, das auf ihrer Webseite und auf ihren Social Media wir komplett gefeatured wurden. Wir wurden erwähnt, aber wir haben jetzt da nicht eigene Slots bekommen zum Werben. Gab es irgendeinen positiven Aspekt von dieser Investition in die Berliner Fashion Week? Ja, also wenn man sagt jetzt monetär, war es eher neutral, könnte ich mal sagen. Um es mal gelinde zu sagen, weil wir waren halt auch voll grün hinter den Ohren. Und das kann ich ja schon sagen. Also wir haben dadurch jetzt keine massiven Verkäufe gehabt. Ich glaube, wir haben dadurch einen Koffer verkauft, aber auch nur indirekt. aber was auf jeden Fall dieser Lerneffekt war für mich selber und auch fürs Unternehmen, also der war riesig. Also wenn jetzt wir nochmal sowas angehen würden, würde das Ganze ganz anders angehen. Denkst du, dass die Designerbranche irgendwann interessant wird? Ob sie mal interessant ist? Ja, sie ist auch noch interessant für uns. Die Sache ist, da kommen wir wieder zu dem Lerneffekt dazu, was wir für uns selber gemerkt haben. Wir sind nicht Designer und wir fühlen uns eigentlich auch nicht ganz so wohl in dieser Bubble. Und da haben wir einfach gemerkt, dass da so eine, wie sagt man, kognitive Dissonanz ist, dass wir uns auf diesen Galen einfach nicht so natürlich verhalten können, wollen, wie wir das gern täten. Und deswegen, wenn wir jetzt Shops oder Personen finden, die in dieser Szene zu Hause sind und die unsere Produkte featuren wollen, dann sind wir gerne da bereit, wieder mit reinzugehen. Aber dass wir selber jetzt auf diesen ganzen Galen persönlich da sind, macht keinen Sinn, weil, wie gesagt, da fehlt uns die Leichtigkeit. Und das haben wir halt für uns selber gelernt, dass das für uns sehr wichtig ist, dass wir einfach wir sein können, also Authentizität dahinter ist. Und daher
ist derzeit die Szene für uns selber jetzt nicht interessant. Wann hast du zum ersten Mal so den Gedanke gehabt, okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt läuft's? Das erste Mal? Ja. War das vor der Berliner Fashion Week oder nachher? Also natürlich war das ein riesen Boost für Selbstbewusstsein. Auch die Eltern haben es natürlich riesig gefeiert. Meine Mom, weiß ich noch, wo ich ihr gesagt habe, wir sind dort. Hat sie gemeint, oh, okay, ja gut, jetzt ist nicht mehr nur so eine kleine Studentenidee, sondern das könnte jetzt was Größeres werden. Aber das wirkliche Gefühl, dass wir es geschafft haben, war eigentlich erst Ende letzten Jahres, nachdem wir Corona überstanden haben und für uns selber das erste Mal wirklich schwarze Zahlen geschrieben haben. Also das eine ist halt das Gefühl, es geht voran und es passt. Und das andere ist das Gefühl, die Zahlen passen auch und man kann davon leben langsam. Und das war erst, wir sind jetzt im 8. Jahr, hat sich erst im 7. Jahr eingestellt. Hm. Was war deine Motivation, so lange durchzuhalten? Die Motivation dahinter war eigentlich das Wissbegierige. Also ich wollte was lernen. Deswegen habe ich auch einen Jonathan gefragt, ob wir daraus ein Unternehmen gründen, weil es liegt jetzt nicht auf der Hand zu sagen, ich nehme Lautsprecher, baue Lautsprecher in den Koffer rein und das ist die Unternehmensidee. Das war eigentlich die Idee, das ganze Wissen, was wir damals im Studium erhalten haben, auch wirklich mal in die Praxis umzusetzen und das wie so eine Spiegelwiese zu sehen. Und das hat mir auch am Ball gehalten, auch immer wieder weiterzumachen, weil obwohl wir zwar wirtschaftlich nicht große Erfolge verzeichnen konnten, konnte ich natürlich persönlich und auch was mein Netzwerk angeht, jedes Jahr, jeden Monat enorm wachsen. Und das war eigentlich die Motivation dahinter, weiterzumachen, weil ich da weitergekommen bin. Wenn man jetzt speziell auf die Koffer eingeht, also ihr kauft ja auch die Koffer, also das ist jetzt nicht so, dass Menschen jetzt direkt zu euch hingehen und sagen, ich habe da einen Koffer, baut den Koffer um, sondern ihr habt ja auch ein großes Lager an Koffer und sammelt die zusammen. Ich würde mir jetzt mal vorab die Frage stellen, was war so der merkwürdigste Koffer, den ihr jemals umgebaut habt? Was hat der erlebt? Also da noch dazu, wir bauen ja nicht nur Koffer um, sondern wir haben die Fähigkeit eigentlich fast aus allen Gerätschaften einen Lautsprecher zu bauen. Deswegen die Koffer sind eigentlich, würde ich mal sagen, alle relativ normal. Natürlich gibt es da gewissen ausgefallene Versionen wie kleine Schminkkoffer, die mit zwei Türchen aufgehen. Und das ist auch gerade ein aktuelles Projekt, wo man dann die Türchen aufmacht und dann sieht man erst die Lautsprecher. Da haben wir das mit Stoff bezogen. Aber ansonsten nehmen wir den Koffer so, wie er ist und schauen, dass wir den so wenig wie möglich verändern, dass halt der Charme des Koffers erhalten bleibt. Und schauen, dass wir da drin halt ein Gehäuse bauen und die Lautsprecher schön in den Koffer einschmiegen. Und deswegen sind jetzt da die Koffer gar nicht so ausgefallen gewesen. Was da eher besonders war auf einer Messe, ist ein Kunde an uns herangetreten, der hatte einen alten Coca-Cola-Cooler aus den 50er Jahren. Und der hat gefragt, Jungs, könnt ihr mir daraus auch einen Lautsprecher machen? Und das war eigentlich bis jetzt eines der ausgefallensten und auch herausforderndsten Projekte, weil dieser Cooler halt nicht eckig ist, sondern sehr rund und auch aus Aluminium, also Metall. Und wir normalerweise halt mit Leder arbeiten, mit Stoffen und mit Holz. Und da haben wir uns auch einige unserer Materialien ein bisschen, also unsere Werkzeuge ein bisschen abgenutzt, bis wir da mal das richtige Werkzeug dann hatten. Und dieser Cola-Cooler war, würde ich mal sagen, eins der herausforderndsten und außergewöhnlichsten Produkte. Neben einer alten Standuhr. Wir haben auch mal eine Uhr umgebaut, wo wir in dem Ziffernblatt haben wir den Lautsprecher platziert. Also haben die Zeiger raus und dort in der Mitte den Lautsprecher platziert und dann in dieser Uhr drinnen alles verstärkt mit Streben und Holz. Und das war auch ein sehr interessantes Projekt. Und ja, das waren eigentlich die zwei herausforderndsten, würde ich mal sagen. Warum nehmt ihr solche Projekte an?
Also was ist, warum sagt man, haben wir noch nie gemacht? Könnte sein, dass da einiges an Werkzeug abgenutzt wird. Aber wir trauen uns das zu, weil im Endeffekt, man sagt ja immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und dann nimmt man zum Beispiel eine Standuhr statt einen Koffer, der was aus Leder besteht. Ja, da haben wir auch zwei Ansichten. Deswegen ist auch unser Team, also Jonathan und ich, sind da, würde ich mal sagen, ergänzen uns da recht gut. Da muss ich sagen, da bin ich manchmal ein bisschen blauäugig und sehe einfach das Glitzern in den Augen von den Kunden, die mir gegenüberstehen und da mit einer Idee an mich reinkommen. Und ich möchte einfach gern das umsetzen. Also ich würde einfach gern sagen, weil wir eine Manufaktur sind, wir sind diejenigen, wir probieren das aus. Und nicht wie ein großes Unternehmen, das steht nicht auf unserer Produktpalette, also gibt's das nicht. Deswegen ist einerseits dieses Kunden verzaubern, was mir einfach Spaß macht, und dann muss ich es aber dann mit dem Jonathan ausbaden, weil er ist derjenige, der das Ganze dann baut. Und da haben wir untereinander schon immer mal wieder so kleine Clinches, so, boah, warum hast du denn jetzt das Projekt angenommen? Aber da sehe ich halt auch den Vorteil wieder dran, da sind wir wieder beim Lernen, dass wir halt beim Produkt dann selber wieder einen enormen Fortschritt machen, was uns dann später auch bei den Koffern dann wieder zugutekommt, weil wir dann gewisse Techniken ausprobieren mussten, die wir davor einfach nicht hatten, weil es nicht gebraucht wurde. Und da sehe ich einfach ein großes Wachstumspotenzial drin, dass unsere Fähigkeiten besser werden. Aber wie gesagt, das ist immer wieder so ein Pro und Contra. Und der Jonathan möchte eher gern das machen, hat er auch recht, was wir können. Weil er dann sagt, ja, wenn wir das erste Prototypen bei einem Kunden machen, das ist doch nicht so schlau, lass uns das doch erstmal selber machen. Aber da bin ich halt dann auch so ehrlich und sage dann zu den Kunden, das ist halt jetzt ein Prototyp und da müssen sie sich auch drauf einstellen, dass auch was schief gehen könnte. Und da hole ich immer deren Okay erst ab und dann können wir starten. Das wollte ich eben gerade fragen. Also wie ist das? Weil das eine ist ja der materielle Wert von so einer Standuhr. Und das eine ist ja quasi der emotionale und persönliche Wert, also der ist ja unbezahlbar. Wie denkst du, weil bis jetzt ist ja alles gut gegangen, oder? Also bis auf zwei Fehler, die uns unterlaufen sind, die wir aber retten konnten, ist alles gut gegangen. Also wir hatten bis jetzt noch keinen Koffer von Kunden oder auch eigene Koffer oder spezielle Unikate, die wir wirklich verschandelt haben. Hat das der Kunde mitbekommen oder die Kunde mitbekommen, dass dabei schief ging? Bei den zwei Dingen? Oder habt ihr das so einfangen können, dass der Kunde oder die Kunde nie was mitbekommen hat? Zweiteres. Also wir haben es geschafft, sozusagen so eine Lösung zu finden, dass das immer noch sehr ansprechend ausschaut. Nur der erste Plan, wie wir am Anfang rangehen wollten, also ich kann ja gleich mal das Beispiel sagen, wir haben das Loch gebohrt für die On-Off-Schalter. Dabei bei der Standuhr? Nee, das war bei dem Koffer. Okay. Bei der Standuhr ging alles glatt. Und auch bei dem Cola-Cooler ging auch soweit alles glatt, außer dass unser Werkzeug kaputt gegangen ist. Aber nee, bei dem Koffer ist halt einfach uns der Bohrer abgerutscht und dann war auf einmal das Loch viel größer als der Schalter. Und dann deckt natürlich der Schalter nicht mehr das Loch ab. Und dann haben wir, nachdem wir halt auch ein schönes Logo haben und das auch immer frei positioniert wird, da hat dann einfach beschlossen, ja, in diesem großen Loch, da kommt halt jetzt unser Logo drüber. Und im Endeffekt schaut es immer noch gut aus und der Kunde weiß jetzt nicht, dass da drunter ein Loch ist, was aber auch gefüllt ist. Also akustisch macht das keinen großen Unterschied mehr. Und so konnten wir es dann auch retten. So. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 211 Koffer umgebaut und davon waren jetzt zwei Koffer oder zwei Umbauten, wo kleine Fehler passiert sind, die wir retten konnten. Welches Projekt würdest du ablehnen? Ja. Also mit was muss ich jetzt da kommen, damit du sagst, na also das beim besten Willen, Robert, ich mag dich gerne, aber das funktioniert nicht. Also mein Spruch ist eigentlich meistens auf einer Messe, alles was keine Plastiktüte ist, kann man umbauen. Okay. Also wenn du jetzt mit einer Plastiktüte ankommst, dann sagen wir nein. Okay. Aber realistisch gesehen haben wir auch schon mal ein Projekt abgelehnt. Da wollte ein Kunde in einen lebenden Baum in einen Lautsprecher verbaut haben, in der Terrasse. Und hat er gesagt, ja, geht's doch da einfach mit der Motorsäge rein, macht's ein Loch und dann Lautsprecher da rein.
Und uns war halt klar, dass wenn wir dann mit der Motorsäge ein Loch in einen lebenden Baum reinmachen, der auch schon recht alt war, dass der halt stirbt. So. Und da haben wir dann abgelehnt. Also haben wir gesagt, cool, danke, dass du von dran gekommen bist, aber das können wir nicht verantworten. Genau, also wenn du mit einem Baum ankommst, wird schwierig. Plastiktüten gehen auch nicht. Oder wenn es komplette Materialien sind, die mit denen wir ungern arbeiten. Also es gibt noch so alte Koffer, die komplett aus Plastik sind. Und allgemein mit Plastik arbeiten macht keinen Spaß. Also wenn es jetzt mit einem reinen Plastikkoffer ankommen würdest, da würden wir sagen, na, geht nicht. Was war so der älteste Koffer, den du in der Hand hattest? Der älteste Koffer wurde geschätzt auf 1870. Hm. Den haben wir auch noch oben am Dachboden da. Den habe ich ersteigert auf eBay, wo man auch noch wirklich das Alter nicht nur sieht, sondern auch riecht. Muss man dagegen dann ankämpfen? Also konnten die ja auch vermodern nach der Zeit? Also wie, oder muss man die irgendwie speziell behandeln, damit einfach die Langlebigkeit gewährleistet wird? Die Sache ist halt, bei so alten Koffern kommt es halt schon darauf an, wie wurden die gelagert. Also wenn die in sehr feuchten Räumen im Keller gelagert wurden, dann breitet sich der Schimmel drauf aus und da kann man nicht mehr viel machen. Deswegen haben wir auch bis jetzt auch noch nie Koffer gekauft oder erhalten, die wirklich geschimmelt haben. Aber natürlich die Lagerung ist was Wichtiges. Und was wir schon machen, ist so eine Art Maniküre, Pediküre, wie man es auch nennen will, wenn es vom Leder angeht. Also gewisse Nähte gehen nach der Zeit auf, Griffe lösen sich. Da können wir dann entweder die Griffe tauschen oder das Leder neu ankleben. Und da können wir schon ein paar Sachen machen. Aber wir sind jetzt auch kein Schusterbetrieb, wo wir jetzt komplett die neuen Koffer, also die alten Koffer mit neuen Leder überziehen können. Deswegen schauen wir eigentlich auch, dass die Koffer einigermaßen intakt sind und retten nur so viel, dass sie halt auch weiter nutzbar sind, aber immer noch ihren alten Charme haben. Wie ist es mit Garantie und Gewährleistung? Garantie und Gewährleistung, da haben wir eigentlich einen recht, würde ich mal sagen, neueren Ansatz. Und zwar, das ist auch unser Nachhaltigkeitsansatz dahinter. Wir geben 5 Jahre Garantie auf die ganze Technik inklusive Akku und einen lebenslangen Reparaturanspruch auf unsere Produkte. Was bedeutet, dass wir auch nach Ablauf der Garantie gewährleisten, dass wir die Koffer reparieren. Die wurden auch so gebaut, dass man auch an alle Teile rankommt und sie tauschen kann. Und Jonathan und ich haben uns auch einen Handschlag gegeben, dass selbst wenn es Strohfeld nicht mehr geben würde, wir trotzdem noch eine kleine Werkstatt beibehalten und Reparaturen an den Lautsprechern noch vornehmen. Das heißt, du lebst eigentlich wirklich für das Produkt, oder? Also wenn man so einen Handschlag eingeht, dann liegt ja einem eigentlich jedes Produkt am Herzen im Endeffekt, oder? So. Kann man so sagen, ja. Also ich bin schon ziemlich verwachsen mit dem Unternehmen und auch mit den Koffern, ja. Behältst du dann oder hast du dann noch weiter in Kontakt mit den Kunden oder Kundinnen, die bei euch eingekauft haben, um zu verstehen, okay, wie nutzen die das oder wo wird das Produkt mitgenommen oder wo steht das Produkt etc.? Weil wenn man ja so produktverliebt ist oder auch so KundInnen verliebt, würde ich jetzt einfach mal sagen, also dass man halt sagt, okay, dass die Begeisterung vom Kunden oder von der Kundin stehen bei mir im Vordergrund. Also ist es dann auch so, dass du versuchst, den Kontakt aufrechtzuerhalten und zu wissen, wie das Produkt ankommt, auch nach dem Verkauf und wie das genutzt wird? Ja, da gehe ich aber schon immer sehr, sagen wir mal, vorsichtig vor. Ich möchte niemanden mich aufdrängen. Wir haben natürlich von allen unseren Kunden und Kundinnen die Daten, E-Mail-Adressen und ich sammle auch gerne gleich die Telefonnummern, weil am liebsten schreibe ich auch über WhatsApp oder Telegram oder Instagram genauso. Und dort, wir haben so eine Liste, wo drauf steht, wann der Koffer gekauft wurde. Da schaue ich, dass wir ungefähr immer beim Einjährigen nach einem Jahr den Kunden mal kurz schreiben und sagen, hallo, na, wie geht's? Brauchst du irgendwas? Um einfach zu schauen, ja, ob was kaputt ist, ob irgendwas nicht richtig funktioniert. Und so halten wir den Kontakt und wir laden halt auch alle unsere Leute regelmäßig zu den Messen ein. Also
zu halten. Wir haben so einen sogenannten Klanggruß, den wir dann immer verschicken und dann die Leute einladen, wenn wir Events feiern oder auf, wie gesagt, auf Messen sind. Und bei manchen Kunden habe ich schon auch eine engere Beziehung. Also da, ich würde jetzt nicht sagen wöchentlich, aber schon monatlich tauschen wir uns aus. Und da erfahre ich auch sehr viel, wie die Koffer nutzen und wie wir auch Koffer verbessern können. Was würdest du sagen, ist deine größte Leidenschaft? Ist es die Musik, der Klang, der Koffer oder die Technik? Also wie man das alles zusammenbauen kann oder auch die Begeisterung von den Kunden und Kundinnen? Also bei mir, ich würde echt, auch schon was ich vorher gesagt habe, ist echt die Begeisterung, was dann unsere Produkte bei unseren Kunden auslösen, löst bei mir echt die größte Leidenschaft aus. Also wenn die Spaß haben und zufrieden sind, dann geht bei mir das Herz auf. Und da gehört natürlich dazu, dass wir eine gute Technik verwenden, dass wir wissen, was wir machen. Und vor allem auch, dass der Klang gut passt. Aber der Klang würde ich mal mehr beim Jonathan einordnen. Der ist auch unser Tontechniker da dahinter. Also der hört da alles Mögliche raus und ist auch gut so. Und mir macht es auch Spaß, einen guten Sound zu haben. Das ist mir auch wichtig. Aber wenn das Menschliche nicht da wäre, dann würde es mir, glaube ich, recht schnell fad werden. Und du hast angesprochen, ihr seid ja auch auf Messen. Mhm. Ihr seid ja in die Oldtimer-Szene reingerutscht, oder? Genau. Ja. Wie kam das zustande? Und welche Messen stehen auch demnächst an? Oder was waren so die ersten Erfahrungswerte und Erfahrungen auf Oldtimer-Messen? So, wie kam das zustande? Ja, wir waren eigentlich erst auf Hotelmessen, Hotelleriemessen. Hier in Innsbruck die Fafka und in Salzburg die Gastmesse. Da wurden wir mitgenommen von einem anderen Unternehmen, was hier in Innsbruck ansässig ist. Und dort ist dann ein Gastbesucher vorbeigekommen und hat dann gesagt, Leute, ihr müsst mit euren Lautsprechern auf Oldtimer-Messen. Er selber war Teileverkäufer auf Oldtimer-Messen und hat gleich angeboten, ich gebe euch einen Platz von unserem Stand und ihr könnt es mal ausprobieren. Und das ist in Stuttgart und das müsst ihr machen. Also da findet ihr die richtigen verrückten Köpfe, so wie er es gesagt hat. Und da haben wir dann gedacht, okay, das Angebot hört sich super an, da fahren wir jetzt mal mit. Und das war dann auch die erste Messe, wo wir dann auch gut verkauft haben zu dem Zeitpunkt. Und das war eigentlich dann auch der Startpunkt, wo wir gesagt haben, ja, jetzt gehen wir mehr in die Oldtimer-Szene, weil wir auch gemerkt haben, was da für eine Leidenschaft dahinter brennt bei Leuten, die Oldtimer haben, weil die halt genau auf alte Sachen stehen, auf Einzelhandfertigungen und auf den besonderen Service. Und das hat halt alle Boxen abgehakt. Und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt spezialisieren wir uns weiter auf die Oldtimer-Szene. Plus kam dazu, dass die meisten Oldtimer entweder gar keine Lautsprecher haben, weil sie schon so alt sind, oder recht schlechte Lautsprecher. Und damit die noch ihr Original-Oldtimer-Kennzeichen, also ihr H-Kennzeichen bekommen, dürfen sie auch nichts verbauen. Also ist da auch ein Bedarf da, dass die Sound in ihren Oldtimer haben und dann wollen die natürlich nicht in einem 100 Jahre alten Auto irgend so einen Plastikbomber sich reinlegen, sondern suchen sich halt einen Koffer aus dem gleichen Jahrgang, gleiches Leder vielleicht noch, wie der Oldtimer ist und das können wir halt alles decken. Aber das heißt, das sind dann immer noch transportable Koffer, die werden nicht irgendwie integriert in das Fahrzeug dann schlussendlich wieder? Also da gehen die Kunden unterschiedlich ran. Im Normalfall sind alle unsere Koffer transportabel und mit Akku betrieben. Manche stellen sie sich hinten auf die Rückbank, manche in den Fußraum und andere bringen auch spezielle Lederstripes an für die Hutablage hinten und schnallen den dann an den Kofferraum dran. Und im Winter, wenn der Oldtimer dann in der Garage steht, nehmen sie dann mit hoch und nutzen den dann im Wohnzimmer. Würde es noch eine Alternative oder hätte es noch eine zweite Zielgruppe gegeben, die spannend für euch gewesen wäre, hätte das mit den Oldtimern nicht funktioniert? Ich habe noch ein paar im Petto, die ich mal ausprobieren wollte.
Da sind wir zum Beispiel auf Bootsmessen mal gekommen, also Leute, die ja segeln, Yachten oder ja, einfach normale Boote. Weil da hat man ja auch wieder das Problem, transportabel, man will Musik haben. Also die Bootsleute wären noch interessant. Oder. Gastronomie und Bars. Da haben wir nämlich auch mal ein, zwei Projekte umgesetzt, dass wir unsere Koffer wirklich fix verbauen. Also entweder von den Decken runterhängen lassen oder an den Wänden montieren. Und das statt einfach so schwarzen Lautsprechern, die unscheinbar ausschauen, haben die dann geile Koffer, die dann an den Wänden und an den Decken sind und dafür die Beschallung des Shops oder für die Bar da sind. Aber da haben wir jetzt momentan noch ein bisschen Kapazitätsprobleme, weil dafür muss man auch ein Fahrzeug haben, dass man dorthin fährt. Da muss man das Ganze einmessen, da muss man ein bisschen Zeichenpläne draus machen. Und wir wollen halt schon was gescheit machen, wenn wir es anfangen. Und da fehlt bis jetzt noch ein bisschen die Kappa, als auch die direkte Nachfrage. Und ihr habt aber auch ein Serienprodukt. Also ich sehe ja ganze Zeit das Logo von Alma. Also es gibt zum einen die Manufaktur, also die einzigartigen Produkte, die einzigartigen Koffer, die einzigartigen Lautsprecher. Und es gibt zugleich ein Serienprodukt, das ihr auch noch zusätzlich anbietet, oder? Genau, richtig. Also wir haben die Einzelanfertigung, die Koffer. Und dann in der Corona-Zeit, wo wir auf keine Messen konnten, haben wir gesagt, und zwar auch schon immer ein bisschen der Wunsch, dass wir unser ganzes Wissen aus den Einzelanfertigungen mal in ein Kleinserienprodukt stecken. Und daraus ist dann Alma geworden. Und das ist ein Vollholzlautsprecher, der auch mit den gleichen Werten versehen ist. Und sogar noch mal eine Ecke nachhaltiger geplant ist für zu Hause. Also das ist dann auch ein Smart-Lautsprecher, nennt sich das. Den kannst du mit WLAN ansteuern und auch mehrere kabellos im ganzen Haus miteinander kombinieren und dann Musik streamen. Und das war der Gedanke, einfach auch mal nicht nur Einzelanfertigungen zu haben, sondern auch mal über Shops die zu vertreiben, und das ist gerade alles am Wachsen, sagen wir so. Welchen Bereich würdest du mehr reposieren? Also ist es Standardprodukt oder sind es dann doch die einzigartigen Lautsprecher? Also das, was ich auch vorher gesagt habe, stimmt natürlich auch bei den Serienprodukten. Mir liegt halt das Menschliche sehr dran. Deswegen werden die Koffer nie aufhören. Also solange es Strohfeuer gibt, wird es auch Koffer geben. Und das Serienprodukt ist halt daraus entstanden, dass wir auch mal etwas haben, was ohne unser Zutun verkauft werden könnte. Weil wie gesagt, die Koffer, da braucht man halt viel Beratung. Und da ist natürlich auch der Drang und der Wunsch, dass wir dann auch in namhaften Shops vertreten sind, die dann einmal verkaufen. Und dann vielleicht auch mal in der Zukunft uns auch so viel Absatz ermöglichen, dass wir auch mal eine längere Zeit mal in Urlaub fahren können und trotzdem Geld in die Kasse kommt. Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Du hast ja viel über Kundinnenbegeisterung gesprochen. Wann wurdest du zum letzten Mal von einem Service beeindruckt und begeistert? Wann? Ja? Und wo? Wann und wo? Also was ist da geschehen? Bist du schwer zu begeistern? Bin ich schwer zu begeistern? Ich muss ehrlich sagen, ich konsumiere recht wenig. Also sowohl meine Klamotten als auch alle meine Ausstattung zu Hause ist alles recht alt. Also ich repariere auch sehr viele Sachen, deswegen kaufe ich selten neue Sachen. Daher kann ich auch selten begeistert werden. Aber wenn du mich ja gerade fragst, wann das letzte Mal war, das war sogar mit dir, Robert, als ich mal das Coaching bei dir hatte mit Zeitmanagement und Effizienz. Da wurde ich wirklich begeistert, was da an Zusatzleistungen von deiner Seite alles dazu kam. Und sowas war ich noch nie gewohnt. Also da auch mal Hut ab dazu. Ansonsten bei Produkten muss ich ehrlich sagen, war nichts dabei, was mich wirklich vom Hocker gerissen hat. Was würdest du sagen,
zeichnet deiner Meinung nach einen guten Service oder so eine Faszination oder Exzellenz oder Kundenbegeisterung aus? Also was ist die Quintessenz davon? Weil ich habe vor kurzem mit jemandem ein Meeting gehabt und dem habe ich auch gefragt, wann wurde er zum letzten Mal begeistert oder wann war er zum letzten Mal beeindruckt von einer Serviceleistung? Und der hat mir erzählt, er war mit einer, ich glaube Mitarbeiterin war es, in Italien essen und die hat ein Faible für Handtaschen. Und das hat der Kellner erkannt und hat einen extra Stuhl hingestellt für die Handtasche, damit die Handtasche nicht auf dem Boden ist. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn! Also das ist wirklich Service-Exzellenz, wenn man erkennt, dass es eine besondere Handtasche ist. Also ich glaube, da muss halt der Kellner auch oder die Kellnerin geschult sein, um das zu erkennen. Aber da habe ich mir schon gedacht, okay, einfach zu erkennen, was eigentlich der Person wichtig ist, ohne in Kontakt direkt mit der Person zu treten und dann dem Bedürfnis nachzugehen, das ist für mich Service-Exzellenz. Was würdest du sagen? Also wenn du jetzt das Beispiel machst mit Kellnerinnen und Kellner, bin ich immer sehr zufrieden, wenn die Leute halt einfach schon merken, mein Bier geht zu Ende und sie machen mir ein Handzeichen, ob ich ein neues will und ohne, dass ich jetzt extra bestellen muss, bringen sie mir ein neues Bier. Also das finde ich sehr gut. Was macht das aus? Also für mich sind es eigentlich diese unerwarteten Zusatzleistungen. Also das würde auch zu dieser Tasche dazu passen, was du gerade gesagt hast, weil das erwartet man nicht. Also ich glaube, wenn ein Unternehmen es schafft, dem Kunden was zu eine Leistung zu geben, die er nicht erwartet hat, dann sind wir bei guter Leistung mit dabei und auch guten Serviceleistungen. Und das ist halt auch immer schwer, weil das kann man auch nicht in jedem Lehrbuch ablesen, weil es ja auch für jedes Produkt individuell ist. So wie du jetzt gerade gesagt hast mit der Tasche. Ich glaube nicht, dass in irgendeinem Buch drin steht, wenn jemand Taschen interessant findet, stell den Stuhl dahin. Also da brauchst du auch ein gewisses Bauchgefühl und musst dich auch mit Empathie reinversetzen können, was könnte jetzt die Person brauchen. Und ich glaube, dann sind wir bei guter Leistung und auch bei Erwartungen, die übertroffen werden. Denkst du, dass das immer weniger wird, dass so Serviceleistungen oder so zusätzliche Leistungen stattfinden in Unternehmen, oder denkst du, dass es zukünftig mehr sein wird? Weil es ist ja irgendwie so, the fastest will win, und ja, man will ja irgendwie schauen, dass die Marge passt, und deswegen kommt mir persönlich vor, dass es schon, auch dadurch, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die Serviceleistungen grundsätzlich abnehmen. Also wir haben uns einfach auf ein Mittelmaß fixiert und fokussiert, und wir akzeptieren das auch mittlerweile recht gut, weil ich habe das mal verglichen mit so einem Restaurant. Man geht ja immer rein in das Restaurant und man isst und man fragt dann, okay, wie war das Essen, wie hat es dir geschmeckt, wie hat es mir geschmeckt, und eigentlich sagen alle meistens, es war gut. Mhm. Aber niemand sagt, es war ausgezeichnet. Und allein das hängt ja eigentlich mit dem zusammen, es gibt unendlich viele Restaurants und wir haben uns einfach an einem Mittelmaß gewöhnt. Also wenn irgendjemand da mal overdelivern würde und wirklich exzellent gutes Essen hätte, würde man ja sagen, das war ausgezeichnet. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Aber wir haben uns, glaube ich, irgendwie auf so ein Mittelmaß und an eine Zufriedenheitslinie oder Zufriedenheitslevel einfach angepasst, und dass wir gar nicht mehr so intensiv danach verlangen, irgendwas Exzellentes zu erfahren. Mhm. Also meiner Meinung nach ist, der Service wird immer bequemer. Also das ist, nachdem halt immer die Unternehmen größer sind und es eigentlich weniger so Manufakturen und kleine Unternehmen gibt, wo man sich noch die Zeit nimmt, sich darauf einzulassen, bekommen wir halt in Anführungszeichen besseren Service, der halt bequem ist. Da sind wir dann bei Same-Day-Delivery oder Kühlschränke, die selber überprüfen, ob die Milch leer ist, und die wird dann einfach automatisch geliefert. Also demnach wird der Service schon besser, in Anführungszeichen, aber ich würde eher sagen bequemer. Aber dass wirklich individuell auf die eigenen Bedürfnisse eingegangen wird, das wird meines Erachtens immer weiter abnehmen. Und da sind wir auch bei dem Part, was du gerade gesagt hast, dass dann auch unsere Bedürfnisse dahingehend gar nicht mehr da sind, dass wir überrascht werden wollen, sondern wir sind dann eigentlich zufrieden, wenn alles funktioniert, wenn alles schnell ist und wenn es auch einigermaßen günstig ist, dann ist für uns das Produkt gut, aber nicht mehr exzellent. Und da glaube ich halt, dass das auch so weitergeht. Produkte werden immer schlauer,
Sachen werden auch immer einfacher verständlich. Also das wird für uns besser in der Hinsicht. Aber der individuelle Service, wo wir dann überrascht werden, wenn wir wieder bei dem Thema sind, ich glaube, das wird abnehmen. Die letzte Frage, die Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen? Was möchte ich noch sagen? Nein. Stellt mir selten jemand noch eine Frage, was ich noch sagen möchte. Ja, ich könnte vielleicht einen Wunsch äußern, was auch dahingehend ein bisschen anschließt auf was wir gerade eben gesagt haben mit Serviceleistungen und dergleichen. Ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft einfach unsere Bedürfnisse auf dem Maß einpendeln, dass wir aufwachen und nicht den Wunsch haben nach mehr, 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 sondern einfach aufwachen und sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und ich bin auch dankbar, dass ich Essen habe, dass ich Freunde habe. Und ich glaube, wenn wir alle das mehr verinnerlichen würden, dann wird es auch weniger Streit, weniger Krieg und auch weniger Neid geben. Und das ist eigentlich ein Wunsch, den ich gern äußere und jeden einlade, einfach mehr Genügsamkeit in sein Leben zu lassen. Schön, schöner Wunsch. Vielen Dank für deine Zeit, Dominik. Dir weiterhin alles Gute. Hat mich sehr gefreut und danke für die Einladung. Und auch die damalige Einführung oder die Durchführung in eurer Werkstatt hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür. Gerne. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.